Herzlich willkommen zum Webinar Innenarchitektur Teil 2. Im zweiten Teil werde ich euch den Zubehörmanager von Vectorworks, dessen Aufbau, seine Inhalte sowie Nutzungsmöglichkeiten zeigen. Es wird sich also in der Hauptsache um Bibliotheken, 3D-Symbole und 3D-Materialien handeln, die ihr direkt in euren Planungen einsetzen könnt. Außerdem erkläre ich die Werkzeuggruppen für Innenarchitektur, deren Methoden und Einstellungsmöglichkeiten. Den 3D-Objekt-Import aus dem freien Netz, wie zum Beispiel 3D-Warehouse oder von diversen Herstellerseiten. Zum Schluss gehe ich noch auf die individuellen Bearbeitungsmöglichkeiten von 3D-Objekten ein, bezogen auf Materialien, Texturen und Farben. Über Fenster, Paletten, Zubehörmanager öffnet oder schließt ihr die Zubehörpalette? Die Zubehörpalette klappt auf, sobald ihr euch mit dem Cursor darauf bewegt. Im umgekehrten Fall klappt sie wieder zu. Sie kann jedoch auch fixiert werden, indem ihr das Minuszeichen oben links in der Ecke anklickt. Die Fixierung kann mit derselben Methode aufgehoben werden. Der Zubehörmanager ist die zentrale Stelle, über die Zubehör angelegt, verwaltet, bearbeitet und angewendet wird. Von hier aus habt ihr Zugriff auf Zubehör in anderen Dateien und in den Zubehörbibliotheken. Über die Palettenmethodenzeile könnt ihr Dateiengruppen einblenden oder auch ausblenden. Im Navigationsbereich werden nun die Dateien und Ordner angezeigt, in denen ihr Zugriff auf Zubehör habt. Ihr könnt eine Datei in den Gruppen Offene Dokumente und Favoriten wählen oder in einer Bibliotheksgruppe nach einer Datei suchen, die das benötigte Zubehör enthält. Klickt ihr in der Palettenmethodenzeile auf Aktion, öffnet sich ein Menü, in dem ihr verschiedene Einstellungen vornehmen könnt. Zum Beispiel ist es ratsam, immer aktives Dokument anzeigen aktiviert zu haben. Auch die Bibliotheken können hier aktualisiert werden. Eine weitere Filterungsmöglichkeit kann über die Auswahl der Zubehörart vorgenommen werden. Gehen wir nun in unser offenes Dokument in den Ordner Beispielmöbel, öffnet sich die Zubehörliste. Hier wird nun, dank zuvoriger Auswahl der Zubehörart, das komplette Zubehör des Ordners angezeigt. Es stehen drei Auswahlmöglichkeiten der Vorschau zur Auswahl: der Vorschau, der Liste oder der Vorschauliste. Im Vorschaufenster oben rechts wird eine hochauflösende Vorschau des gewählten Zubehörs angezeigt. Wählt für Symbole und intelligente Objekte die gewünschte Ansicht und Darstellungsart in den Menüs unter dem Bereich. Wollen wir uns zum Beispiel einen Überblick darüber verschaffen, welche Stühle in allen Bibliotheken zur Verfügung stehen, können wir folgendermaßen vorgehen. Alle Dateigruppen in der Palettenmethodenzeile sind aktiviert und als Zubehörart ist Zubehör komplett ausgewählt. Im Suchfeld öffne ich das Suchoptionenmenü und vergewissere mich über die entsprechenden Einstellungen. Anschließend gebe ich in das Suchfeld die gewünschte Objektbezeichnung ein. In der Zubehörliste werden mir nun alle Suchergebnisse in allen Bibliotheken angezeigt. Es sind 466 Elemente. Aktiviere ich eines der angezeigten Elemente, öffnet sich wieder das kleine Vorschaufenster oben rechts und alle hierzu hinterlegten verfügbaren Daten werden mir angezeigt. Nun möchte ich mir noch einen Überblick darüber verschaffen, welche Tische in allen Bibliotheken verfügbar sind. Natürlich kann man sich auch über den direkten Zugang in einem Bibliotheksordner einen Überblick über die verschiedenen Inhalte verschaffen.
Ich wähle den Ordner Symbole, Möblierung und gehe anschließend in den Ordner Wohnen. Ich rufe hier beispielsweise die Vitra-Kollektion auf. Wieder wird mir in der Zubehörliste, wie zuvor in der Zubehörart ausgewählt, das komplette Zubehör angezeigt. Ich gehe in den Ordner Armchairs und entscheide mich hier für den Rocking Armchair. Auch hier zeigt uns das Vorschaufenster alle zu dem Zubehör gehörigen verfügbaren Daten. Folgendermaßen gehe ich vor, wenn ich mein ausgewähltes Zubehör in meine Datei importieren möchte. Mittels Drag and Drop ziehe ich das Element aus der Zubehörliste einfach in mein Dokument, wähle den entsprechenden Ordner oder erstelle einen neuen Ordner und bestätige mit einem Klick auf OK. Der Import ist nun erfolgreich durchgeführt. Damit ich einen genaueren Eindruck meines 3D-Objektes gewinnen kann und alle Texturen und Farben sichtbar werden, verlasse ich die 2D-Ansicht und wechsle in die Ansicht von oben und anschließend in die Ansicht rechts von oben. Am folgenden einfachen Beispiel möchte ich euch zeigen, wie ihr ein 3D-Objekt erstellen und dieses mit einem 3D-Material versehen könnt. Unterhalb des Schaukelstuhls soll ein Teppich platziert werden. Hierzu ziehen wir ein Rechteck auf und ordnen es, wie gezeigt, unterhalb des Schaukelstuhls an. Wir wechseln in den Ansichtsbereich rechts von oben. Das Rechteck ist nach wie vor aktiviert. Es öffnet sich ein Dialogfenster. Hier können wir den gewünschten Z-Wert festlegen. In der Informationspalette wird nun ein Extrusionskörper angezeigt und alle dazugehörigen Werte. Diese sind jederzeit über diese Palette anpassbar. Wir wechseln wieder in den Zubehörmanager. Gehen zur Zubehörart und klicken auf Materialien 3D. Geben im Suchfeld Teppich ein und wählen ein Objekt aus. Ein Cloud-Symbol zeigt an, dass sich das Zubehör online befindet und dass es auf Wunsch automatisch heruntergeladen wird. Aktiviere ich nun meine Materialauswahl mit einem Doppelklick, legt sich das 3D-Material auf meinen aktivierten Extrusionskörper. Über die Werkzeuggruppen Innenarchitektur könnt ihr weitere 3D-Modelle in eure Planung einfügen und individuell konfigurieren. Folgende Werkzeuge stehen euch zur Verfügung: das Wandbild, der Korpus, die Arbeitsplatte, der Schreibtisch, Tisch und Stuhl, das Regal und Sideboard sowie der Schrank. Aktivieren wir das Werkzeug Schrank, befindet dieser sich zunächst direkt an unserem Cursor. Als Einfügeoption
wählen wir die erste und die siebte Methode und gehen anschließend in die Einstellungen. Es öffnet sich ein Dialogfenster. In den Basiseinstellungen könnt ihr nun die gewünschte Höhe, Breite und Tiefe eingeben, außerdem die Ansicht festlegen sowie die Rendering-Art definieren. Kommen wir zu den Detaileinstellungen. Hier kann die genaue Aufteilung des Schrankes definiert werden. Wir können die Spaltenanzahl und Breite bestimmen, die Fronten mit Türen oder Schubladen versehen, außerdem eine Blende oder einen Sockel mit jeweils individuellen Maßangaben anlegen. In den Einstellungen zu den Attributen unseres Schrankes können wir auf die Baugruppen Rückwand, Boden, Tür, Wand, Stollen und Mittelseite Stollen zugreifen. Aktivieren wir Tür, können wir unter Attribute die gewünschte Füllung oder Farbe auswählen. Möchten wir ein Material festlegen, aktivieren wir anstelle von Kein Material Material. Um eure Attributauswahl im Objekt zu visualisieren, wählt ihr zuerst die gewünschte Baugruppe. Klickt auf die entsprechende Farb- oder Materialauswahl und achtet darauf, dass der Renderstil OpenGL aktiviert ist. Sind alle von uns gewünschten Einstellungen vorgenommen, bestätigen wir diese im Dialogfenster mit OK und setzen unseren Schrank in unsere Zeichenfläche ein. In der Informationspalette stehen uns wieder alle relevanten Daten zur Verfügung. Über den Knopf Bearbeiten gelangen wir wieder zu den Einstellungen und können erneut Anpassungen vornehmen. Zurück zu unserer Ausgangsplanung, die ihr aus dem Webinar Innenarchitektur Teil 1 schon kennt. Ich habe mittels Innenarchitektur-Werkzeuggruppen schon einmal alle Schränke, Sideboards, Regale und Küchenmodule erstellt und in unsere Planung eingefügt. Im 3D-Modus verschaffen wir uns wieder einen detaillierteren Eindruck. Nun zum Werkzeug Tisch und Stühle. Als Einfügeoption wählen wir wieder die erste und die siebte Methode. Verschaffen uns einen Überblick in den Objektvorgaben und wechseln in die Einstellungen. Ein Dialogfenster mit allen Eigenschaften öffnet sich. Auch hier gibt es wieder sehr viele Auswahlmöglichkeiten, welche ihr am besten einfach ausprobiert.
Mit einem Klick auf OK verlasst ihr den Eigenschaftsdialog und könnt euren Tisch samt Stühlen in der Zeichnung platzieren. Die Informationspalette für Tisch und Stühle hält wieder alle relevanten Daten für euch bereit. Wie ihr inzwischen gelernt habt, könnt ihr auch hier direkt Änderungen vornehmen. Beispielsweise ändere ich die Stuhlart. Und außerdem noch die Beindicke. Über Import, Import M-Textur, könnt ihr weitere 3D-Materialien und Bildfüllungen auswählen und importieren. Klickt ihr auf Einstellungen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem ihr zwischen 3D-Materialien oder Bildfüllungen oder beidem auswählen könnt. Folgende Filter und Suchoptionen stehen euch zur Verfügung. Schauen wir uns beispielsweise nach einem geeigneten Teppich für unsere Planung um, können wir wie folgt vorgehen. Wir klicken auf Teppich und treffen die Auswahl Schafwolle. Ein Vorschaufenster öffnet sich. In diesem findet ihr eine hochauflösende Vorschau sowie alle produktspezifischen Daten. Außerdem könnt ihr in eine 3D-Ansicht wechseln. Klickt ihr auf Download, geht in den Zubehörmanager und gebt hier den Namen des Materials ein, erscheint dieses samt Beschreibung in der Zubehörliste. Nun könnt ihr es wie und wo gewünscht abspeichern und es steht euch für eure Planung zur Verfügung. Benötigt ihr eine Auswahl an Boden-, Wand- oder Terrassenfliesen, so bietet uns der Hersteller Moser eine hervorragende Auswahl. Über Import, Import Moser Fliesenmuster gelangt ihr direkt zum Herstellerdialog. Hier steht euch ein Patterngenerator zur Verfügung sowie vielfältige Einstellungsmöglichkeiten. Haben wir uns für ein Material entschieden und klicken dieses an, öffnet sich ein weiteres Dialogfenster. Hier könnt ihr noch zusätzliche Feinabstimmungen treffen, sowie das gewünschte Material importieren. Sobald ihr alle Importeinstellungen getroffen habt und diese mit einem Klick auf OK bestätigt, wird das Material heruntergeladen. Es befindet sich nun im Zubehörmanager, kann dort unter Eingabe der Materialbezeichnung im Suchfeld aufgerufen und individuell abgespeichert werden. Die weltweit größte 3D-Modellbibliothek findet ihr bei 3D Warehouse. In folgenden Kategorien könnt ihr euch nach Modellen umschauen. Über das Suchfeld könnt ihr gezielt nach Produkten oder auch Herstellern suchen. Ihr könnt einzelne Modelle, Kollektionen, Produkte oder Kataloge aufrufen. Habt ihr euch für ein Modell entschieden, klickt ihr auf den Download-Button und wählt am besten ein Modell von 2018 oder 2019. Erfahrungsgemäß funktioniert dies zuverlässiger
als das jüngste Modell zu wählen. Über Import, Import SketchUp importiert ihr eure SKP-Datei, am besten zunächst in ein leeres Dokument, also nicht direkt in eure Planung. Nehmt bitte wie hier gezeigt die entsprechenden Importeinstellungen vor und bestätigt diese mit OK. Ist das Modell importiert, sollte es zunächst auf seine Maße hin überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden. Dies geschieht am besten über Skalieren, wie schon im Webinar Innenarchitektur Teil 1 ausführlich erläutert. Da wir uns momentan in der 2D-Planansicht befinden, wird uns unser Modell hier als Punktkörper angezeigt. Sobald wir in eine 3D-Ansicht wechseln, ist dieser nicht mehr zu sehen. Wie wir zu einer ebenfalls ansprechenden Darstellung im 2D-Modus gelangen, werde ich in Teil 3 des kommenden Webinars Innenarchitektur ausführlich erklären. Unsere Ausgangsplanung enthält nun schon einige importierte Möbel, die jedoch noch keine Materialien aufweisen. Ich aktiviere den Boden. Als nächsten Schritt möchte ich die gesamte Wohnung mit einem Holzfußboden versehen. Hierzu aktiviere ich den Knopf Rendern in der Informationspalette. Wähle im Menü Kein, Material und gelange so zum Zubehörmanager. Da ich zuvor schon einen passenden Holzfußboden in mein Dokument importiert habe, kann ich nun leicht auf diesen zugreifen und wie folgt in meine Planung einfügen. Mit einem Klick auf diesen legt er sich auf meinen Boden. Anhand der Erstellung unseres Teppichs möchte ich euch nun zeigen, wie ihr nicht nur ein 3D-Material auf diesen legt, sondern es auch ganz nach Belieben verändern und anpassen könnt. Wir gehen zunächst dieselben Schritte wie zuvor gezeigt. Suchen uns das passende Material im Zubehörmanager. Und importieren es in unsere Planung. Um das Material zu bearbeiten und frei herumprobieren zu können, kopiert ihr euch den Teppich am besten in ein gesondertes Dokument. Über die Informationspalette könnt ihr das Material skalieren den Winkel ändern sowie Einfluss auf die horizontale wie vertikale Darstellung nehmen. Klicken wir auf den kleinen Pfeil neben dem Knopf Material, öffnet sich ein kleines Menü mit einer Auswahl. Wir entscheiden uns hier für Material bearbeiten. Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem wir die Farben, die Spiegelung, die Transparenz und das Relief bearbeiten können. Außerdem kann die Größe verändert werden und die Vorschau. Klicken wir nun auf Bearbeiten, gelangen wir in das Dialogfenster Farbfilter Textur bearbeiten.
Ruft ihr hier Bildeffekte auf, gelangt ihr in einen Dialog, in dem ihr Belichtung, Kontrast, Lichter und Tiefen, Sättigung sowie Temperatur, Unschärfe und Schärfe bearbeiten könnt. Außerdem könnt ihr alle Einstellungen zurücksetzen. Möchtet ihr ein Material von einem Objekt auf ein anderes übertragen, geht ihr wie folgt vor. Aktiviert das entsprechende Werkzeug und nehmt das Material im Objekt auf. Klickt dann auf die zweite Methode in der Methodenzeile und übertragt das Material auf das gewünschte Objekt. Nun versehen wir unser Sofa noch mit einer schönen Farbe, aktivieren es wie schon gelernt wieder zuvor und gehen in die Farbpaletten. Zum Schluss wenden wir noch unseren soeben gelernten Workflow bezüglich der Materialvergabe und Bearbeitung noch auf unseren Esstisch an. In der Informationspalette prüfen wir wieder alle zur Verfügung stehenden Daten und kopieren uns den Esstisch in ein neues Dokument. Da diesem 3D-Symbol kein Material direkt zugewiesen werden kann, gehe ich über Ändern, Gruppen, Symbol bearbeiten in den Symbolbearbeitungsmodus. Ab diesem Punkt wird wieder Verfahren wie zuvor schon gezeigt und erläutert. Über Symbol verlassen gelangt ihr wieder auf eure Zeichenfläche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gebe euch nun einen Ausblick auf das kommende Webinar. Im Webinar Innenarchitektur Teil 3 zeige ich euch, wie ihr ansprechende Plangrafiken und Planlayouts erstellen könnt. Hierzu gehört natürlich das Ausloten und Anwenden diverser Ansichten und Schnitte. Außerdem werden wir einige Kameras positionieren und somit ganz neue Perspektiven in unsere Planung gewinnen. Zum Schluss erstellen wir noch eine Kamerafahrt.